Haha, cool. Bist du lustig? Witzel das nach. Hahaha. Okay, da haben wir erstmal alles stibitzt. Medical Expert verbessert ihre Verbandskästen, indem es Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilt. Verwenden Sie Verbandskästen nie wieder, ohne Ihren besten Freund. Okay. Wer lacht denn da so dreckig? Oh nee. Ein paar Matrosen sind im Anmarsch. Oh, das kannst du sowas von vergessen. Dreckiges Miststück. War es doch gut, die Roboter zu reparieren. Wo sind sie? Wo sind sie? Die kriegen jetzt auf die Schnauze. So, du bist jetzt auch noch dran. Komm nur her. Mit meiner Schrot mache ich wirklich alle fertig. Ist eine geile Waffe. So, jetzt helfen wir dir erstmal. Soll ich dich umbringen oder was? Nee, komm. Ich bin der netteste Mensch hier auf der Welt. Schlaf, Kindchen, schlaf. Der Vater hüt die Monsterlein. Sonst hau ich dir eine rein, wenn du nicht schläfst. Ah, danke, dass du mir endlich mal ein Geschenk bringst. Okay, steckt in einem Teddybär. Hallo? Das ist nein, nicht, das ist nicht dein Kätzchen. Das ist mein Kätzchen. Oh nee. Da kommen natürlich gleich wieder drei andere Assis angelatscht. Oh, und dann jammern sie immer rum. Na, immerhin eine Waffe mit dabei. War ich hier schon? Eigentlich nicht, gell? Hier kam ich doch, oder? Fuck, ey. Wo muss ich denn hin? Wollte die eine mir nicht Teddybär mit vorbeibringen? Ich gehe jetzt erstmal hier lang, oder? Ich habe noch gar nicht alles erkundet. Da geht's schon wieder weiter. Hier blinkt alles. Okay. Fuck. Na, oh, der wirft wieder Granaten. Sehr schön. Oh oh, und. Nein! Nein, 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 nein! Ich habe kein Leben mehr. Oh nein! Oh Backe! Sag mir nicht, dass ich tot bin. Sag mir nicht, dass ich jetzt nochmal alles von vorn machen muss. Leute, treibt's nicht zu weit mit mir. Treibt's ja nicht zu weit. Sonst komme ich mit der Schrot bei euch vorbei. So. Aber hoffentlich ist der Big Daddy schon mal tot. Wie jetzt? Ist das jetzt euer Ernst? Ich gehe jetzt einfach mal weiter hier. Hier war ich noch nicht. Vielen Dank, Mister. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Ah, bitte. Oh, ein Teddybär! Oh, ist das niedlich! Geile Scheiße. Und sind so toll! Cool. Geile Scheiße. Oh, ich kann es ja leider nicht reinmachen, ey. Das ist so blöd. Das ist ja das Blöde. 360 Adam. Das ist doch gut.
Tempo-Hack. So, was nehmen wir denn am liebsten? Ah, hier, Plasmid-Slot. Genau das wollte ich schon immer haben. Hab ich mir schon immer gewünscht. Oh. Sehr schön. Telekinese oder... Dann nehmen wir erstmal Zorn. Dann erzähl mal, Werbung. Bringen Sie Ihre Gegner in Rage. Sie lachen, während die aufeinander losgehen. Lustig! Ah, lustig, lustig. Tralalalala. Okay, noch eins freigeschaltet. Cool. Werbung! Juhu! Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Cool! Okay. Na, dann hat sich ja das ganze Teil mal gelohnt. So. Oh oh. Oh nein. Gar nicht gut. Scheiße, ich brauche Leben. Wartet mal, ich speichere vorher erstmal. Du glaubst, du kommst damit durch? Ja, glaube ich, du Blödi. Dann schick mir aber dein Blut. Ah, Mist. Bringt mir alles nichts. Soll ich einen Big Daddy rufen? Kommt der auch mal? Scheiße, zu spät. Na Mensch, Big Daddy, denk, du hilfst mir. Nochmal, nochmal! Neptune's Bounty. Was hast du denn vor? Ah. Ach Mensch. Ich muss eine andere Fähigkeit nehmen. Sonst war das nix. Tut mir echt leid, dass ich hier wie so ein Noob-Kämpfer war. Haben wir denn Geld? Geld. Ah, sehr schön. Sehr schön. Hahaha. Jetzt mach ich euch fertig. So, jetzt geht's nämlich richtig los. Jetzt ist Rambazamba angesagt. Denn Rambo ist am Start. So. Wen soll ich nehmen? So, erstmal den verrückten Fischer. Oh oh. Fuck. Oder soll ich erst zuerst die Maschine ausschalten? Oder so, mach mal's doch. Einfach's. Ha, jetzt kämpft er für uns. Sehr schön. Ach, ist er schon tot? Oh, das ist ja eine große Hilfe. Großartig. Sehr schöne Hilfe. Danke. So. Aua. So, ich muss das Teil hacken. Komm schon. Hacken, hacken. Hacken. Sonst will... Denn der will mich nicht necken. So. Und einmal hoch. Genau. Jetzt noch mal hoch und ein bisschen Beeilung hier, Leute. Leute, kommt schon. Ein bisschen schneller, das Ganze. Das habe ich alles schon mal schneller gesehen bei euch, Leute. Komm schon, komm schon, komm schon. Fuck, mir fehlt ein Teil. Oder auch nicht. Zack, sehr schön. Na wunderbar. Ey, Officer, du hast ein Problem. Das ist nicht jetzt meine Stadt. Aua. Was war das denn? Oh, da oben war noch ein Teil. Anscheinend. Okay, ich liefere dir gleich einen anständigen Kampf. Sobald ich erstmal genug Geld und
Munition habe. Oh, deine blöden Beine sind im Weg. So. Och, winkst du schön. Na dann wink schon mal. Sag schon mal Tschüssi. Oh Mist, die Eve-Spritze kriege ich nicht. Weil ich die Telekinesen-Fähigkeit nicht dabei habe. Ach komm, die hole ich jetzt einfach mal. Hier ist doch gleich ein Automat. Na, ah, doch. So, dann tauschen wir das einfach mal. Was brauche ich nicht unbedingt? Abfackeln brauche ich eigentlich nicht so oft. So. Nein, nein, nein. Das wollte ich nehmen, genau. Zack. Kling. Sehr schön. Und weiter geht's. Und kling. Schon wieder Schrot. So geht's ja weiter. Oh ja. War ich hier nicht schon mal? Ja, doch, war ich schon mal. So, dann gehen wir nicht jetzt hier weiter. So. Okay, okay, okay. So, hier waren wir auch schon. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Je mehr ich von euch beseitige, desto besser lebt sich's hier. Los, liefere einen anständigen Kampf. Ja, mach ich gleich. Ne, ich will nichts kaufen. Ich will einfach das aufheben, genau. Hahaha, ist das lustig. Gibt's hier hinten was? Oh, cool. Ach, halt doch dein Maul. Wartet mal, ich geh nochmal hier hoch. Wo geht's denn hier unten lang? Ich will ja mal alles erkunden. Komm doch her! Liefer einen anständigen Kampf! Ja, du stehlst mir die Zeit. Stehl mir nicht die Zeit! Oh, cool. Wollen wir es mal hacken? Aber gerne doch. Wo kommt denn die blaue Suppe? Von dort. Oh oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Und nochmal einen nach rechts. Genau so wollte ich es doch haben. So stelle ich mir einen anständigen Hack vor. Klack und fertig. Zack. Sehr schön gehackt. Ding, ding. Ah. Hier hängt doch schon wieder einer rum. Hat's aber sehr gemütlich gemacht. Okay, na dann erzähl mal. Jesus Christus. Mr. Ryan hat mich persönlich darum gebeten, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns Fontaine und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonald's weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm eine Kostprobe, Patrick. Ah! Ah! Anscheinend schon. Timmy, Timmy, willst du denn jetzt was erzählen? Nö. Walter Sullivan, mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Lecker. Okay. Also nur weil er bei McDonald's war, haben sie ihn erstmal hier verprügelt. Und anscheinend ist dieser Fontaine der Bandit. Und ja, er hat hier auch seine Foltermethoden. Wahrscheinlich so ein Schmuggler. Eben halt so ein Bandit, gell? Mit der Hand Sarumans versucht er hier ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Aber Ryan hat anscheinend noch viel schlimmere Methoden. Ah, wo kommt denn die Gestalt her?